Aber nach dem zweiten Mal, als wir sahen, dass dieses Wesen weiter auf uns zukam und nicht anhielt, da fing mein Begleiter an, mit seiner Waffe loszuschießen, einem CTME-Maschinengewehr. Er steckte mich damit an und ich fing auch an, meine 9mm Parabellum-Pistole auf dieses Wesen abzufeuern. Willkommen zurück bei EXO Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Lichtwesen kennen wir eigentlich nur aus der Religion, als Engel, Zwischenwesen zwischen Gott und Mensch, die nur eine Form, aber keine Materie besitzen. Diese Engel sollen immer wieder erschienen sein, um die Menschen vor Schaden zu bewahren oder ihnen zu helfen. Doch interessanterweise sind solche Wesen auch in unserer heutigen Zeit erschienen. Ich kenne zwischen zwei Militärzeugen aus Spanien, die auf eine Lichtgestalt geschossen haben. Und zwar an einem Ort, an dem man es gar nicht erwarten würde. In einer hochgesicherten Militärbasis in Spanien. Einer dieser Zeugen ist der Katalane Jesús Jofre Mila. Sein Fall wurde von spanischen Journalisten eingehend untersucht. Und er hat auch gerade ein Buch auf Deutsch herausgebracht, in dem er diese Begegnung schildert. Und auch all das, was danach passiert sein soll. Ich sag euch, das ist eine unglaubliche Geschichte. Na gut, ich habe meinen Militärdienst abgeleistet, der damals in Spanien verpflichtend war. Und da wurde ich der Luftwaffe zugeteilt. Und von dort aus wurde ich zur Radarbasis in der Nähe der Ortschaft Rosas geschickt, die auch EVA 4 heißt. Das ist das Luftüberwachungs- und Kontrollgeschwader Nummer 4. Das war eine geschlossene Militärbasis. Man konnte nicht hinein. Ich will nicht sagen, dass sie geheim war, denn es war ja offensichtlich, dass sie dort war. Aber ein Teil der Aufgaben, die ich dort als Soldat hatte, war die der Luftwaffenpolizei. Eine Gruppe von 9 von uns hatte die Aufgabe, das gesamte Gelände des Stützpunktes zu kontrollieren und zu verhindern, dass jemand unkontrolliert eindringt. Dort habe ich meinen Militärdienst abgeleistet. Und im höchstgelegenen Bereich der Basis waren einige Kugeln installiert. Das Radar des Stützpunkts. Und von dort wurde der gesamte Luftraum Nordeuropas überwacht. Alles, von wo aus man auf die Halbinsel hätte gelangen können. Damals im Jahr 1971 wohnten wir, die Luftwaffenpolizisten, in Baracken in der Nähe des Radargeräts. Dort hatten unsere Überwachungsgruppen ihre jeweiligen Unterstände. Und für den Rest unserer Kollegen gab es Hütten, in denen wir essen konnten, Fernsehen und so weiter. Und da gab es plötzlich einen Moment, in dem unsere deutschen Schäferhunde, die zur Bewachung und Verteidigung des Stützpunktes ausgebildet waren, anfingen ganz laut zu bellen und sogar zu heulen, was für deutsche Schäferhunde wirklich ungewöhnlich ist. Sie machten uns darauf aufmerksam, dass da irgendetwas los war. Schließlich gingen wir hinaus, weil am Himmel ein Schiff in Form einer Linse auftauchte, also der klassische UFO-Typ. Und wir sahen, dass in einem weiter entfernten Gebiet, wo sich die Mikrowellenantennenanlagen befanden, offenbar irgendetwas war. Also habe ich als damaliger Obergefreiter in der Armee
einen anderen Kollegen und unseren am besten ausgebildeten und trainierten Hund geschnappt und wir gingen hinaus in Richtung dieser Unterstände, hinter denen wir so eine Art Glimmen sehen konnten. En las que detrás de las cuales se veía como un resplandor de una especie eine Art grünliches Licht, das es auf dem Stützpunkt nicht gab. Als wir dort ankamen, wo der Stützpunkt endete, waren die Lichter verschwunden. Der Hund zog uns in Richtung der Hütten, und als wir am Rande der Hütten ankamen, blieb er stehen, begann zu knurren und, wie man es ihm beigebracht hatte, ein bestimmtes Signal zu geben. Das gab uns zu verstehen, dass dort etwas war, was dort nicht sein sollte. Und tatsächlich, kurz nachdem der Hund angehalten hatte, erschien eine sehr große Gestalt, die wir in der recht dunklen Umgebung als einen sehr großen Humanoiden ausmachen konnten. Und diese Gestalt kam mit einer gewissen Geschwindigkeit auf uns zu. Deshalb rief mein Begleiter gut wahrnehmbar den Befehl zum Anhalten. Halt, wer da! Das muss man dreimal machen, bevor man andere Maßnahmen ergreift. Aber nach dem zweiten Mal, als wir sahen, dass dieses Wesen weiter auf uns zukam und nicht anhielt, da fing mein Begleiter an, mit seiner Waffe loszuschießen, einem CTME-Maschinengewehr. Er steckte mich damit an und ich fing auch an, meine 9mm Parabellum-Pistole auf dieses Wesen abzufeuern. Aber bevor du weitersprichst, könntest du uns dieses Wesen noch etwas genauer beschreiben? Ja, also das Wesen war, soweit wir das sehen konnten, ziemlich groß. Vielleicht 2,10 Meter oder 2,15 Meter. Das Wesen schien keine Ausrüstung zu tragen, hatte einen sehr engen Anzug und trug offenbar langes Haar. Das Einzige, was genauer zu erkennen war, war so eine Art Schnalle am Gürtel, die aus sich selbst heraus leuchtete. Sie erregte unsere Aufmerksamkeit, weil sie am sichtbarsten war. Im Grunde konnten wir das Wesen selbst nur im Licht der Schüsse sehen. Als wir mit dem Schießen fertig waren, blieb das Wesen stehen, etwa 4 oder 5 Meter von uns entfernt, drehte sich um und ging wieder weg. Es verschwand hinter den Gebäuden, wo sich die Mikrowellenantennen befanden. Danach hörten wir nur noch ein Geräusch wie das von beschleunigten Schritten und einen Knall gegen den Metallzaun. Es gab dort einen Bereich, der von 2 Zäunen umgeben war, die aus dieser Art von Maschendraht bestanden, der nicht verschweißt ist, sondern der einen gewissen Bewegungsspielraum hat. Und dort bemerkten wir ein Klopfen und Geräusche. Und danach war es still. Ich beschloss, weiterzugehen, um zu sehen, ob wir noch etwas anderes finden würden. Da begann der Hund an der Leine zu ziehen und führte uns zum Zaun, lief dann nach links und blieb schließlich stehen, als er ein Loch im Zaun fand. An einer Stelle war der Zaun verschwunden. Wie konnte der Zaun verschwinden? Das Ganze war in der Nacht passiert. Und am nächsten Tag, bei Tageslicht, da konnten wir sehen, dass es schien, als wäre der Zaun mit einem Schweißgerät geschnitten worden.
mit einer Feuerquelle, denn er hatte geschwärzte Kanten. Das Stück Zaun, das verschwunden war, hatte eine Höhe von 2 Metern und war zwischen 40 und 50 Zentimetern breit. Am nächsten Tag mussten wir dieses Stück mit Drähten reparieren. Und wie viele Zeugen gab es bei der Sichtung dieses Wesens? Am nächsten dran waren der Hundeführer und ich. Und wir hatten noch einen dritten Kollegen, der im Wachhaus war und der das UFO als erster gesehen hatte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das UFO, als wir es zum ersten Mal sahen, in einer schrägen Flugbahn in Richtung Himmel startete. Mit unfassbarer Geschwindigkeit abhob und verschwand. Das war der Moment, wo wir zu den Mikrowellenantennen gehen wollten, dort, wo wir den Zwischenfall mit diesem Wesen hatten, das sich uns näherte. Und dieses Objekt wurde auch beim Eintauchen ins Wasser beobachtet, oder? Ja, genau. Das geschah nach etwa einer halben Stunde. Einer der Kameraden gab an, dass man erneut sehen konnte, wie das Gefährt mit großer Geschwindigkeit nach unten schoss. Es tauchte in der Bucht von Rosas ins Meer und gab dabei einen großen Lichtblitz ab und verschwand. Dieses Licht blendete die Augen unseres Kameraden Luis, der es beobachtete. Das Wesen konnten wir, nachdem wir die Geräusche am Zaun gehört hatten, nicht mehr finden. Es war niemand mehr auf dem Gelände und es gab außer dem kaputten Zaun keine weiteren Überreste, denn der Boden bestand fast nur aus Fels. Die gesamte Militärbasis befindet sich auf einem Hügel. Das ist kein Ort, an dem man leicht Fußabdrücke finden kann, denn der Boden ist aus Stein. Es gab also keine Anzeichen von Schritten oder Fußabdrücken. Das einzig Erkennbare war der kaputte Zaun, von dem Teile verschwunden waren. Aber es gab schon gesundheitliche Schäden an seinen Augen, oder? Ja, genau. Luis, der gesehen hat, wie das Schiff runterkam, war nahe genug am Rand der Klippe gewesen, um das Meer zu sehen, was der Rest von uns nicht sehen konnte. Er war derjenige, der uns beschrieben hat, wie es abgestürzt ist. Er sah, wie dieses Licht, dieses Schiff auf das Meer traf. Es war, als ob es ins Meer eintauchte, und genau in diesem Moment gab es einen großen Blitz. Das hat das Sehvermögen von Luis gestört. Er musste sogar zum Arzt, weil er eine Reizung in seinen Augen hatte. Der Journalist Miguel Pedrero hat den Vorfall gemeinsam mit den damals beteiligten Militärpolizisten eingehend untersucht, und zwar vor Ort in der Kaserne. Als sie dort ankamen, hat der Wachmann am Tor gesagt: Ach, ihr kommt wegen dem Mann, der mal auf ein Alien geschossen hat. Also dieser Fall scheint bis heute auf der Basis nicht in Vergessenheit geraten zu sein. Dass dort wirklich was passiert ist, steht fest. Aber was? Und wie sieht es mit all den anderen Sachen aus, die Jesus Joffre in den Jahren danach erlebt haben will? Er behauptet ja, das Wesen sei viele Jahre später zu ihm zurückgekommen und hätte ihm erklärt, woher es kommt und warum es auf der Basis war. Ist das alles nur Spinnerei? Entscheidet selbst. Das gesamte Interview seht ihr ab sofort auf Deutsch und im spanischen Original exklusiv auf Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Dort gibt es hunderte Beiträge für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Und auch weitere Interviews mit Militärzeugen, die einfach unglaubliche Begegnungen hatten. Die große Frage ist nur, wie sollte eine Regierung so etwas jemals enthüllen können?